So. Haben wir das hier? Warum fehlt da eine Treppe? Warum? Warum tust du mir das an? So, was bauen wir dann eigentlich? Ach, das überlegen wir uns dann jetzt. Schaufeln wir hier erstmal alles frei. Und natürlich rein der Ordnung halber. Pff, Ordnung. Pff. Was das jetzt auch immer war. So, dann machen wir das hier so und dann stört es keiner, dass wir da unten mal gebuddelt haben. So, wir müssen natürlich auch die Steine raus und gucken, was bauen wir denn? Vielleicht irgendwie so, keine Ahnung, so eine Steinwand sähe hübsch aus. Wäre auch in der Wüste eigentlich voll gut, dann wäre es eigentlich da unten immer schön feucht und kühl. Und oben wär, hätten wir halt diese scheiß Hitze. Nein! Scheiße! Da habe ich ein Fenster rausgerissen. Ich will Keller bauen, da reißt die Fenster im Wohnzimmer raus. Das ist ja... Und die Tür auch. Ja, mei. Ist ja nur die Tür. Aber irgendwie sind wir auch so schon recht hoch. Wir können also auf jeden Fall nach unten expandieren mit dem Keller. Zur einen Seite auf jeden Fall auch noch, in die andere Seite bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ja. Mei, das schaut auf jeden Fall strukturiert aus, was ich da mache. Flop, 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 flop. Na komm, nimm es mit. Nicht die Werkbank. Nicht die Werkbank. Nicht die Werkbank. Nicht die Werkbank. Ey, das wäre mal voll eine olympische Disziplin. So während dem Springen das Haus abzureißen oder irgendwie sowas. Na toll, das schaut auf jeden Fall absolut super aus. Das Ergebnis wird bestimmt toll. So. Ich weiß nicht, warum ich jetzt den einen Sand mitnehmen wollte, aber naja, gut. So Kleinigkeiten sind es dann halt manchmal im Leben. Es ist halt einfach so. Das, naja, jetzt vielleicht kein so ein Thema für Starbound. Während man hier in einem Keller sitzt und da irgendwie noch die Decke rausreißt, die so über einem rumschwebt und eigentlich auf dich runterfallen müsste und du dich drüber aufregst, dass du das Wohnzimmer hier fast demontiert hast. Ja. Reiß doch alles ab. Es ist doch scheißegal. In 100 Jahren sind wir eh alle tot. Also ist doch alles egal. So, alles nur die Wahrheit, was ich hier laber, ja? So, und dass hier keine Gerüchte aufkommen. Ich würde Lügen erzählen. Gehe ich direkt dagegen vor. Ach, ich bin übrigens der Kaiser von China, ne? Ist die ganze Wahrheit. Ja, und als Kaiser von China kann ich jede Menge Dinge befehlen. Ich kann zum Beispiel befehlen, dass die Figur springt. Wo hat denn jetzt den Sand her? What the fuck? Okay. Ja komm, jetzt aber. So. Dann mal schauen. Ach, damals Kiwi-Samen. Was bauen wir denn? Ich will einen Stein in den Keller leeren. Lalala. Wir könnten hier Cobblestone. Gucken wir mal. Genau sowas in der Art wollte ich haben. Wop. So, einfach hier alles voll machen. Schaut am Ende bestimmt gut aus. Ja, ganz genau. Bei meiner Baukunst. Naja, aber bisher das Häuschen, das schaut ja nicht schlecht aus, ne? Also da... Es gibt bestimmt Schlimmeres. Keine Ahnung, was schlimmer ist, aber es gibt es bestimmt. Keine Ahnung, Hydra. Hydra, warum Hydra? Ich weiß es nicht. Okay, gut. Wir sollten dann vielleicht so langsam mal wieder eine Tür rein bauen. So, mal gucken. Türe bau, Türe bau. Wo ist denn unsere Türe, Mau? Hab ich jetzt auf zwei Türen rausgerissen? Ich sollte mir ernsthaft Gedanken machen. Wo habe ich denn hier noch eine Tür rausgerissen? Na egal. Falsche Richtung. Okay, dann machen wir es einfach so, dass wir hier Kisten reinstellen, solche oder vielleicht die größeren. Baue ich mir am besten mal welche und dann können wir mal gucken. Ach ja, genau, den Basteltisch haben wir ja auch mitgenommen. Ja, einen Toilettenraum wäre hier oben vielleicht auch mal nicht verkehrt. Dann könnten wir mal, wenn wir mal ein Bedürfnis...
Erlaubnis haben. So, wo ist unser Basteltisch? Da ist der Basteltisch. Ja, wenn wir da mal so ein Bedürfnis haben, dass wir dann auch mal können, ne? So, große Kisten. Large Wooden Crate. So, und an der orientieren wir uns dann einfach. So. Und darüber bauen wir einfach Holz. Muss ja jetzt hier nichts Aufwendiges sein. So einfach rüber, so hier am Ende. So hier runter. So. Und dann so hier. So, da bauen wir dann vielleicht noch so Treppchen durch. Da gucken wir einfach mal. So, die Kiste da unten im Dunkeln. Aber shit, da kommen wir da ja nicht rein, ne? Hey, Junge, du bist ein Genie. Ein Genie, wie es kein zweites geben wird und gegeben hat. Nein, jetzt habe ich die Kiste abgerissen. Super. Ah, super. Toll. Ganz tolle Leistung. So, hängen wir die Teile da jetzt einfach nach oben. So, und dann... bauen wir hier, so dass wir einfach direkt drunter stehen. Hier noch eins. So, jetzt ist das eine zu hoch, das andere zu niedrig. Ich würde nur sagen, das hier ist zu niedrig. Ja. Gucken. Genau. Dasselbe machen wir jetzt auch noch mal hier oben. La 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 la. Und dann haben wir hier einen hübschen Lagerkeller. Das ist asymmetrisch. Okay, ich denke, das reicht doch für den Anfang einfach mal. Bauen wir hier jetzt erstmal eine Kiste rein. Stellen wir jetzt einfach erstmal daher, da stört sie nicht. So, und dann brauchen wir noch diese Treppchen. Wo seid ihr, ihr Treppchen? Ja, sag mal, bin ich jetzt schon wieder dämlich? Ach, das ist es ja. So, warum haben wir eigentlich das Rad gebaut und drehen noch nicht dran? Tja. Oh, Mann. Okay, nächster Versuch. Und hier. So, dann hauen wir hier einfach alles rein, was nicht mehr gebraucht wird. Das ist... Die Stimpaks behalte ich mir mal da. Im Bogen. Ja, im Bogen braucht man doch immer mal. Gucken. Stimpaks wollte ich ja hier behalten. Das lege ich hier mit her. So, das hier brauchen wir nicht. So, Stein brauchen wir auch nicht mehr. Die Musikinstrumente behalten wir mal da. So, wenn wir dann was suchen, müssen wir einfach mal hier durch die Kisten gucken. Das... Ach, das hier behalten wir mal. Können wir hier noch so eine Aviantor hinlegen. Guck, dann bauen wir uns hier noch ein paar Woodenkisten, einfach sowas können. So, füllen wir hier erstmal auf. So, und dann mal gucken. Toilette, die nehme ich mal mit. Den Speer brauchen wir nicht mehr, den brauchen wir alles nicht mehr. Gucken wir das Glas, das hier brauchen wir nicht mehr. Irgendwas? Wicker. Ja. Legen wir es hier mit rein. Wir finden es irgendwann schon wieder, wenn wir es mal brauchen. Ach, halt die Fenster lieber nicht. So. Gucken wir mal weiter. Also hier kommen doch alle rein, alle drin. So, das hier und das hier so nicht. Okay, das schaut auch ganz gut aus. Dann legen wir hier einfach Flop, Flop, Flop. Flop. Hier nicht. Flop. So, und können wir hier durchspringen und dann hier alle Kisten durchstöbern. Genau. Einfach so ein hübscher kleiner Lagerraum. So, wir haben da ja noch Fenster rausgerissen, wie ich das auch immer schon wieder gemacht habe. Ich bin einfach zu talentiert für diese Welt. Das ist immer so eine Sache, ne? Wir haben hier auch noch was Schöneres. Danach reißen wir den scheiß Stuhl da mal weg.
aber der irgendwie hässlich ausschaut, stellen wir ja stattdessen so einen hübschen Sessel hin. So, und da haben wir hier so unseren Sessel, da können wir uns so reinflitzen und unseren Kindern dann irgendwann, also unseren Setzlingen, dann unsere Geschichte erzählen, wie wir das Haus hier eigenhändig aufgebaut haben. Und ja, und wie die Geschichte weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Aufnahme. Also dann, bis zur nächsten Aufnahme.